Hi, ich bin's wieder, eure Hannah. Und heute werde ich mit euch einen TikTok-Lifehack ausprobieren. Und zwar, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so ein richtiger Lifehack ist, weil wirklich Leben leichter macht es manchmal schon, okay. Egal. Auf jeden Fall geht es nämlich um den Lifehack, dass man sich ein Bildchen ausdruckt und das dann zu einem Tattoo machen kann. Nein. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so ein paar ausgedruckt. Und zwar habe ich mir einmal dieses Bildchen hier ausgedruckt. Das ist Bambi, falls ihr ihn nicht erkennt. Dann habe ich hier ein Einhorn, ein Hündchen. Ich weiß nicht, was das ist. Und ein auf jeden Fall weiß ich nicht, ob die alle funktionieren. Bei diesen bin ich sehr skeptisch, dass es funktioniert, weil ich glaube, man sieht es. Ich muss das auch schon ausschneiden, weil der Hintergrund genau dieselbe Farbe hat und dann habe ich hier einen Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, dafür bin ich ja hier. Ich werde jetzt die ganzen hier ausprobieren mit euch und gucken, welche funktionieren. So, also als erster Schritt müsst ihr euch im Internet Motive aussuchen und die dann so ein bisschen ausschneiden. Also ich habe die jetzt immer so ein bisschen darum so ausgeschnitten und ja, und die müssen natürlich ausgedruckt werden. Ja, das war, glaube ich, sehr klar. Dann nehmt ihr euch, also zur Vorbereitung nehme ich mir dann schon mal ein Schälchen mit Wasser und ich tue jetzt Wasser rein. So, okay. Also nehmt euch dann einfach eine Schüssel mit Wasser. Und dann nehmt ihr euch einfach eine Schüssel oder was auch immer ihr wollt und tut da Wasser rein. Und dann nehmt ihr euch ein Parfüm. Es ist eigentlich egal, welches Parfüm. Parfüm. In jedem Parfüm ist ja eigentlich dasselbe drin, nur dass halt einen anderen Geruch hat. So, und dann nehmt ihr euch einfach die Motive, die ihr haben möchtet und sprüht sie mit Parfüm gut ein, also gut mit Parfüm einsprühen. Und legt sie ins Wasser. Sorry, ich habe Parfüm im Mund. So, also ich nehme mir jetzt hier das Einhorn und besprühe es. Hey, die möchtest du auch ein Tattoo? Keins von denen, ne? Wenn du eins möchtest, dann drück dir eins aus. Spaß. Mal weiter. Hast du es auf TikTok gesehen? Nee, heißt das Video heißt ja nicht einfach nur TikTok Lifehacks. Ah. Ich war nicht da, tut mir leid. Lässt sich voll schwer drücken. Jetzt ist es wenigstens gut riechend hier drin. Was? Jetzt riecht es wenigstens gut hier drin. Jetzt ist es wenigstens gut riechend hier drin. So, das lasst ihr dann jetzt einfach für ein paar Minuten drin. Hallo. Ich will nur Hallo sagen. Sie hat keine super fettigen Haare, sie kommt gerade aus dem Regen. War schon vor. Hey, lieber 3 Jahre nicht duschen. Das möchten wir dir als Tattoo machen. Das? Ja. So, also ich werde jetzt 2 Menschen grüßen. Und zwar einmal Melis Head. Ich habe auch am 2.11. Geburtstag und das finde ich sehr cool, denn ich auch. Und da wurde noch drauf geantwortet von Sophia E. Ich auch. Das finde ich sehr cool und deswegen grüße ich euch beiden vom ganzen Herzen. So, und nun geht's weiter und zwar wieder mit Parfüm. Und zwar machen, wenn die paar Minuten so vorbei sind, dann, also ich habe das jetzt so 2-3 Minuten drin gelassen und jetzt mache ich Parfüm einfach da, wo ich es haben möchte und ich mache es erstmal hier. Ja. Okay, ein bisschen Parfüm hin. Ein bisschen viel Parfüm hin. So, und euer Tattoo raus. Mach nochmal Parfüm drauf. Und jetzt drauf.
Ich mache da jetzt nochmal Parfüm drauf, damit es auch gut ist. Es tropft. Und ich mache jetzt mal hier so ein bisschen sauber, so dass es nicht so tropft. Es rutscht so, weil es noch nass ist. Nee, da machen wir direkt noch eins. Was habe ich als zweites eingetan? Ich glaube das hier. Hier das, dann das, dann das. Ich glaube ja. Ich mach das einfach hier hin. Sieht bestimmt cool aus. Ouch. Ouch. Ich mach jetzt das. So. So, dann platziere ich es da, wo ich es haben möchte. Mache da noch ein bisschen Parfüm drauf. Tupfe das hier so ein bisschen ab. Wo machen wir das nächste hin? Auf deinen Knöchel. In dein Gesicht. Und zwar das Einhorn. Ja, das ist ein Einhorn. Lol. Oder das Bambi. Das Bambi? Das Bambi, du Schlauer. Oh. So, jetzt mache ich mir den Hund drauf. Bei dem bin ich ja richtig gespannt, ob das funktioniert. Schnappbrot. So. Und auch hier tupfen wir wieder ein bisschen ein. So, also jetzt muss ich noch warten. Die beiden mache ich gleich auch noch drauf, nur das ist jetzt gerade ein bisschen schwer. Habe ich da eine Wunde, das brennt? So, also die waren jetzt hier so ein paar Minuten drauf und ich werde die jetzt versuchen langsam abzuziehen und ja, also wie man sieht, vor allem hier sieht man das, sind die schon ein bisschen verrutscht, also ein bisschen aufpassen muss man da schon und am besten stillhalten und nicht so die ganze Zeit so die Arme so rumbewegen, so wie ich jetzt hier. Wie süß! Wollen wir das hier mal machen? Oh nein. Oh, hier sieht man auch, dass die andere Seite ein bisschen. Ja, da hätte man auf dieser Seite ein bisschen mehr Parfüm drauf machen müssen. Aber sieht auch schön aus. Ich bin jetzt gespannt auf den Hund. Echt jetzt? Oh nein. Ja, also es klebt hier fest, also das Papier klebt fest. Das finde ich gerade nicht so toll. Das nervt mich gerade ein bisschen. Mann, warum im Gesicht? So, okay, also es hat funktioniert. Ich finde, das sieht süß aus. Was sagt ihr beiden? Geht. Du bist ja auch nicht für kleine, fette, süße Hunde. Also ich finde, die Tattoos haben alle gut funktioniert, außer dass hier vielleicht ein bisschen kleben geblieben ist. So, deswegen machen wir jetzt noch schnell die anderen beiden, bevor das hier vielleicht doch nicht mehr funktioniert. Also wenn die nicht funktionieren, wissen wir, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie zu lange im Wasser lagen. Das Einhorn machen wir. Hier wollte ich das haben. Aua. Darf ich mal? Sag mal, das ist so schwer. Geht voll schwer. Danke. Ja. Ich
Spaß, doch voll schwer. Ist noch ein bisschen trocken. Noch mehr? Ja. So, okay. Und jetzt. Wohin willst du? Hier. Wo du möchtest. Auf deinen Oberarm. Erst einspielen, ne? Ja, aber auf das Zettel. Ich muss gerade halten. Ich spritze ich daneben? Nein, der Kopf muss auch gespritzt werden vom Bambi. Ja. Bleib drauf. Ja. Wow. Hab ich gut gemacht. Also, in die Kommis könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr. Ich bleib jetzt voll kleben hier. Ob ihr auch schon mal diesen Hack ausprobiert habt oder ob ihr den jetzt ausprobieren werdet. Und schreibt mal in die Kommentare, welches Tattoo ihr euch gemacht hättet. Und ich sag euch jetzt schon mal ein Emoji, was ihr in die Kommis schreiben könnt. Umgegrüßt werden, und zwar diesen Einhornkopf-Emoji. Ich finde, der passt zu dem Einhorn jetzt hier gerade auf mir drauf. Schreibt den in die Kommentare, schreibt dazu euren Namen oder einen süßen Text, damit ich euch gut grüßen kann. Alter, heute kann ich kein Deutsch. Ja, und das ist übrigens mein Hund. Der möchte gerne kuscheln, aber ich habe gerade keine Zeit. Sonst gehen meine Tattoos kaputt. Der kuschelt den ganzen Tag. Der schläft ja nur. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen über meinen Hund. Der heißt Bumblebee Kremser. Seine Spitznamen sind Biechen. Ich nenne ihn auch mal gerne Bambi. Wo der noch ganz neu war. Da wollte ich den unbedingt Bambi nennen. Aber meine Schwester wollte den auch unbedingt Bumblebee nennen, weil die den Namen so lustig findet. Und mein Papa nennt unseren Hund immer Biechen, Biechen, Sum, Sum, Sum. Und das stört jeden, weil das ein bisschen nervt nach einer Zeit. Und der Hund nervt auch sehr gerne, wenn ihm etwas nämlich nicht gefällt, heult er die ganze Zeit, wie man hört. Er steht vor der Tür, vor der Glastür, das sieht so süß aus. Und hier, man sieht halt durch die Tür sein Gesicht. Wir machen die jetzt mal. Ich habe irgendwie gedacht, das springt zu mir hoch, aber leider nicht. Bin ich aber gespannt. So. Also wir werden die jetzt abnehmen. Ich werde mal hier starten. Mann! Das ist jetzt nicht so gut geworden. Aber da, wo das hier hängen geblieben ist, sah es gerade noch ein bisschen besser aus. Aber das muss man halt hier abmachen. Deswegen wird das Tattoo dadurch ein bisschen gereizt. So, also das ist jetzt das Bambi-Tattoo und... Ja, also, könnte, glaube ich, besser sein. Jetzt machen wir das Einhorn. Es hat halt
hier, das war so, hier waren so Streifen und ich weiß nicht, warum das war, aber das war auch irgendwie nur bei dem hier und das ist jetzt hier leider auch so ein bisschen, aber sonst ganz süß. Also am meisten enttäuscht bin ich ja von dem hier. So. Nicht so schön geworden. Hiervon bin ich ja richtig überrascht. Ich dachte, das wäre eigentlich das. So, dieses Stück des Bambis. Dass das wäre. Okay, hier ist auch ein bisschen so kleben geblieben, aber finde ich nicht so schlimm. Das hier finde ich auch super süß. Ich dachte, das würde da ein bisschen hässlicher rauskommen. Das hier wusste ich irgendwie, dass es klappen würde. Okay, das war jetzt einfach, weil da nicht genug Feuchtigkeit war und das nicht kleben geblieben ist. Und das ist eigentlich auch super süß, nur diese Streifen, die vom Drucker kommen, sind jetzt nicht so toll. Also ich finde diesen Hack finde ich echt gut. Ich würde ihn auf jeden Fall immer wieder machen. Das ist sehr lustig und vor allem, wenn man mal Langeweile hat oder unbedingt ein Tattoo haben möchte. Aber vielleicht kann es auch sein, dass man das gar nicht so mag oder so. Dann ist es auch gut, so einfach so zu machen. Oder wenn man irgendwie auf einem Festival ist, kann man sich auch so ein süßes Tattoo einfach machen, ohne sich das halt richtig stechen zu lassen. Oder wenn man Henna machen möchte, aber Angst davor hat, dass es ein bisschen anders enden könnte, so mit Verbrennungen und so, dann ist es auch einfach eine gute Alternative, weil dann geht man einfach im Internet, sucht ein Henna-Muster auf weißem Hintergrund und kann sich das dann einfach ausdrucken. Und dann einfach zurechtschneiden, wie man es haben möchte und dann zum Beispiel einfach auf die Finger legen oder auf die Hand legen, also das ist cool. Also ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen. Ja, ich glaube, ich mache auch mal so ein Henna-Muster. Soll ich davon ein Video machen? Dass ich daraus so ein Henna-Muster mache, weil das wird bestimmt ein bisschen länger dauern. Also schreibt unbedingt mal in die Kommentare, ob ich noch ein Video zu den Tattoos machen soll und dabei so ein Henna-Muster machen soll. Das würde mich echt interessieren, ob ihr das sehen wollt. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Wenn ihr das halt nicht sehen wollt, dann mache ich das halt alleine. Und ja, guck mal, ein Herz. So, also das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir doch mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss!